Willkommen zu einem weiteren Mario Kart Teil und diesmal haben wir den DS-Teil vor uns. Mario Kart DS nennt er sich und ist 2005 erschienen. Also schon 10 Jahre her. Boah, das ist ja schon eine ganze Weile. Oh, nee, wir wollen hier keine Demo-Version starten. Ja, also das Spiel ist mit einem Jahr, glaube ich, ungefähr dem DS nachgegangen. Das heißt, es ist eines der ersten Spiele gewesen, die wirklich für den DS rauskam. Der DS war ja eine wirklich erfolgreiche Konsole, eine Handheld-Konsole und ja, es ich denke mal, die Verkäufe, die waren da eigentlich auch relativ hoch. Also ich denke mal, also meine persönlichen Spiele für den DS, wo ich sagen würde, das sind so typische DS-Spiele, wären tatsächlich New Super Mario Bros. DS, also New Super, ja doch, habe ich gesagt, und Mario Kart DS. Das sind solche zwei Spiele von Nintendo, die ich eigentlich so immer in Verbindung mit dem DS bringe. Ich weiß auch nicht, die passen immer dazu. Gut, wie üblich werden wir in diesem Let's Play alle Grand Prix fahren, also jedenfalls das, was uns im 150er und ins, nicht 200er, jetzt trete ich auch natürlich ins Fettnäpfchen, also einmal den 150er und den Spiegelmodus. Das wären dann so an die 16 Parts, aber damit soll das Let's Play natürlich nicht vorbei sein. Nee, es gibt hier extra Rennmissionen im Spiel und die werden wir uns zu allerletzt nochmal angucken und alle durchfahren. Das müssten dann so ungefähr, ich glaube, keine Ahnung, 23 Parts sein. Ich gehe mal davon aus, ne? Wenn wir in jedem Part eine Welt schaffen, dann dürfte das alles hinkommen. Also, es war das erste Spiel, das erste Handheld-Mario Kart, das auch wirklich dreidimensionale Räume erschaffen konnte, also wirklich Polygone nutzen konnte. Nicht so wie im Super Circuit, dass da alles nur so, es sah eigentlich alles nach SNES aus. Aber gut, wir fahren heute mal mit Mario und der klassischen Bolide. Wir könnten hier mit dem Mario Standard Auto fahren, Kart fahren. Das ist ein Kart, kein Auto. Und normalerweise hat jeder Charakter drei Karts. Also jeder kann sich zwischen drei Karts aussuchen. Nur das dritte muss man sich freischalten. Das heißt, wir werden erstmal mit der Boliden fahren. Die Standard-Karts hat jeder an sich. Also die sind im Grunde nur dieselben, das sind dieselben Autos, nur in verschiedenen Farben. Von daher macht das wenig Sinn, da einen auszuwählen. Wir fangen an mit dem Pilzcup und der Achterpiste. Gut. Es ist sehr verwunderlich, dass diese Strecke nicht als Remake-Strecke in Mario Kart 8 vorkam, weil, ja, wenn man sich die Karte anschaut, ja, der Touchscreen hatte damals eine Karte, wir haben sogar zwei Karten und ich verpasse komplett den Superstart. Gut, auf der Karte kann man auf jeden Fall so ein bisschen etwas schauen. Ich fahre im 150er und kack direkt ab. Ja, man muss dazu wissen, ich habe schon... was ist denn hier los? Ich habe schon eine Testrunde gefahren im 200er und... Oh, scheiße, der wird mir jetzt geklaut. Nee, doch nicht. Ja, es sind sehr viele Sachen, die ich hier eigentlich ansprechen müsste. Aber es ist echt schwer. Also ich habe schon im 50er und 100er getestet, ob ich hier mit der Steuerung klarkomme. Das war soweit auch alles in Ordnung. Nur jetzt, wo ich hier fahre, ne, im 150er, das ist komplett eine andere Welt. Das ist eine andere Liga. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens den Goldpokal. Das wäre echt tragisch für den ersten Part. Und da haben wir auch schon direkt das neue Item, das in diesem Mario Kart auftritt. Ich glaube, das ist das einzige neue Item, das hier auch wirklich erfunden wurde. Und das ist der Blooper. Den Blitz gab es meiner Meinung nach schon in Mario Kart 64. Aber ja, Gut, aber wir kommen da ran. Vielleicht sollte man nicht immer driften, das kann daneben gehen. Also der Blooper ist auf jeden Fall neu. Der wurde hier das erste Mal eingesetzt und erfunden, was eine tolle Sache ist. Die Box, die gab es auch schon. Und da kriegt der Toddy gleich mal einen blauen Panzer ab. Oh, ich will nicht in den anderen Panzer rein. Da muss man so ein bisschen auf die Karte gucken. Denn auf der Karte sieht man zum einen natürlich Items und zum anderen... Also man sieht die Karte, die Items auf der Karte natürlich. Aber zum anderen sieht man auch, welche Items die Gegner gerade haben. Und das ist schon sehr hilfreich. Der Donkey Kong hatte da gerade einen blauen Panzer. Das hätte ins Auge gehen können für uns. Da kommt er. Und da kann man schon ein bisschen agieren, ne? Also, wenn man weiß, da kommt gleich ein Panzer, kannst du vielleicht stehen bleiben oder so. Sind dreckige Tricks eigentlich, aber... Ja, irgendwie muss man hier durchkommen, ne? Die Item-Auswahl, oder besser gesagt die... Ja, wie nennt man das?
Also die Items werden hier nicht so gut zufällig ausgewählt wie in anderen Mario Karts, glaube ich. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass hier sehr viele blaue Panzer auftauchen. Also, ja, da musst du aufpassen, ne? Weißt du? Gut. Aber ansonsten scheint es hier ziemlich gut vonstatten zu gehen. Hier auf den Yoshi-Kaskaden natürlich eine Strecke, die in dem Wii-Teil geremaked wurde. Ich will auch gerne mal so ein bisschen darauf eingehen. Pff, ich dräng den Yoshi total weg. Nee, aber auf jeden Fall wollte ich nochmal darauf eingehen, wie wenig Funracer wir gespielt haben. Das letzte Funracer-Spiel oder den letzten Funracer, den wir gespielt haben, war ja tatsächlich Mario Kart 8 und das ist vor einem Jahr gewesen. Also, schade. Also schon eine ganze Weile her. Das kann man so sagen und ich denke auch, das würde zutreffen. Ach, aber ihr wisst gar nicht, wie toll das ist, hier im 150er zu fahren, weil, ey, wenn du die im 50er, also kurz mal zu den Freischaltdingens, du musst wirklich für alles, was du freischalten willst, jede Kubikklasse machen. Das ist ein bisschen dumm gelöst, aber gut. Ich musste dementsprechend auch ein bisschen was im 50er und ein bisschen was im 100er machen. Aber die Sache ist, die sind da einfach so langsam. Also die Charaktere, die Fahrer. Ey, da kannst du hier nicht drauf vorbereiten. Da liegen Welten zwischen. Gut. Ja, es sind sehr viele geremakte Strecken anscheinend. Also jetzt nicht in dem Fall, aber Cheep Cheep Strand kommt ja auch in Mario Kart 8 vor und ja, war auch. Ich denke nicht, dass es eine schlechte Strecke ist. Hier kann man sie nochmal in voller Glänze im normalen... Was ist denn los? Wieso kriege ich den Superstart nicht hin, ey? Ich muss einfach nur nach der 2 so ein bisschen... Also wirklich nach der 2, so echt... Ich glaube, wenn die Zahl verschwindet, ja, wirklich auf Gas drücken. Ist ein bisschen scheiße, ne? So. Aber das Prinzip von Mario Kart, das denkt hoffentlich jeder. Ne, das kennt hoffentlich jeder. Einfach... Ich brauche es nicht erklären. Werd Erster, hol dir deine Punkte ab und, ja, wow. Und leg die anderen nach hinten, lass die anderen hinten absetzen und, ja, hol dir Punkte ab vor allem. Weil die auch wichtig für unsere Sterne und für die 100 Münzen, nee, jetzt bring ich alles durcheinander, für den Goldpokal sind. Also die sind wirklich wichtig, also, ja, wir wollen natürlich alle Punkte haben, alle möglichen. So, passiert hier noch was? Ah, der Buhu ist in dem Sinne jetzt eigentlich nur neu, dass er uns Items gibt, die an... Was? Ist mir auch noch nicht passiert, ey. Ah, aber wenn der Dieb bestohlen wird, oder... Ja, es ist einfach... Ah, wenn der Räuber beraubt wird, so in dem Sinne. So, voll auf die 12, Tony. Wir sollten den Yoshi noch ein bisschen einholen, vielleicht noch einen kleinen Vorsprung kassieren. Aber da wir hier Mario haben, sollten wir eigentlich einen großen Vorsprung aufbauen können. Ich weiß jetzt nicht, wie die... Ich kenne hier die ganzen Stats von denen nicht, also die ganzen Werte. Es liegt natürlich auch am Kart, welche Geschwindigkeit wir drauf haben können und welche nicht. Aber ich glaube, Yoshi ist ein bisschen langsamer, oder? Der hat dafür eine gutes Handling. Aber ich weiß jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall eine neue Rubrik in den Werten und das wäre Items. Die wurde danach auch nie wieder verwendet, aber ich meine, das wäre eigentlich nur für einen Zeitmodus. Also es hat nichts mit den Items zu tun, die man bekommt, sondern einfach nur, dass man sehen kann, komm, meistens sind es die großen Wägen, die dann wirklich, volle Itemleiste haben, weil es gibt wirklich nur in dieser Itemleiste drei verschiedene Zustände und da sieht man dann, entweder hat dieses, ja, danke Bowser, entweder hat das Kart, oder das, nee, es gibt ja nur Karts, hat das Kart einen kurzen Balken, das hieße dann, dass, jetzt werde ich aber durchgereicht hier, dass das Kart auch im Zeitmodus nur einen Pilz am Anfang hat. Weil normalerweise erinnert man sich ja, man hat immer drei Pilze. Das ist sehr schön und sehr schön und sehr toll. Ja, ist hier ein bisschen anders. Man muss wirklich große Karts nehmen, die dann wirklich diese Leiste voll haben. Und mit denen kann man dann im Zeitmodus auch alles rocken. Och, bitte. Oh, Luigi's Mansion. Natürlich angelehnt an das Spiel von damals, also dem GameCube-Teil. Und da kommt er direkt. Uah.
Ja, ein bisschen abbremsen vielleicht. Ein bisschen gut die Kurve. Ah, ich hab... Wie der Stern mir einfach mal gar nichts gebracht hat. So, ich will jetzt über den Rasen abkürzen. Fickt euch alle. Wo ist der Nächste? Ich brauch die Itemboxen. Ja, die Itemboxen sind wie immer zufällig. Hoffentlich kriege ich jetzt ein Item, das mir nicht direkt geklaut wird. Ja gut, man kann natürlich auch Scheiß-Items kriegen. Ich weiß nicht, ob das in Mario Kart 64 wirklich so der Fall war, dass alles zufällig ausgewählt wurde, welche Items man kriegt. Weil ich meine nicht, dass man die wirklich gestohlen hätte. Nee, sonst wäre mir die, sonst hätte man mir ja auch Items gestohlen. Also man selbst kann auch Items verlieren, wenn einem... Denn Kart hat gerade geraucht, ist das so toll? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich höre was. Ah, scheiße, alle rein. Aber ich bin immer noch Erster. Das müssen wir mit nach Hause nehmen. So. Oh, gut. Ein sehr schöner Vorsprung. Aber ohne Item wird das nichts. Wenn er jetzt eine rote kriegt, ja, dann ist Schicht im Schacht. Wobei die Pilze, die können ihn auch ein bisschen Vorsprung verschaffen. Aber der hat's verkackt. Oh. Normalerweise könnte man hier so einen Vorsprung aufbauen. Also, ja, eigentlich nicht so, aber... Ich weiß auch nicht. Normalerweise würde es auch besser laufen. Gut, wir haben 40 Punkte. Alle möglichen Punkte, die wir in diesen Cup holen könnten. Und damit hätten wir auch wahrscheinlich den Goldpokal, ne? Ich meine, viermal Erster. Da wird man uns jetzt nicht Zweiter schreiben. Ja. Da sieht man nochmal den dritten und den zweiten und den ersten Platz. Sehr wichtig. Ich werde das wahrscheinlich immer überspringen, aber... Ja, natürlich nur einen Stern. Also hier ist es so, man braucht mindestens 40 Punkte überhaupt einen Stern zu bekommen. Also wirklich, man muss immer Erster sein, um einen Stern zu bekommen. Und dann braucht man auch Glück, dass man schnell genug war, um 3 Sterne oder 2 Sterne zu kriegen. Es ist wirklich sehr umständlich, hier 3 Sterne zu kriegen. Das war's für den ersten Part. Ist ziemlich kurz geworden, aber... Ja, wie gesagt, dafür gibt es letzten Endes 23. Das, ja, ich weiß nicht, wie lang das Projekt jetzt sein wird, aber gut, man muss sich halt mit kurzen Parts hier abfinden können. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.